Sehr geehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, recht herzlich willkommen zur Städtli-Fasnacht 2016 in Willisau. Dass wir darüber berichten können, haben folgende Firmen erst ermöglicht. Trotz regnerischem Wetterheuer hat sich Städtli mit fasnachtsbegeisterten Leuten gefüllt. Egal welches Wetter, die Städtli-Fasnacht Willisau ist immer ein Erlebnis. Sehen Sie jetzt nach der Narrenmesse den zweiten Höhepunkt, den Einzug von der Zünfte, Gucken und Gruppen am Nachmittag mit Start um 13:30 Uhr. Wir wünschen jetzt viel Vergnügen mit dem zweiten Teil. Und bereits wieder haben wir eine Tuckermusik, die ein Jubiläum feiern. Das Jahr extrem viele Formationen mit Jubiläum. 35 Jahre alt wird haben wir das Jahr Löschko, Frösch, Lochrucker von Zell. Und ihr Jubiläumsmotto, Trost die Tue. Dambulmajor ist der Kevin Zähner, Präsident Adrian Egli. Wir grosse Event das Jahr, mega Fasnachtsparty von Zell. Zusammen mit einer riesen Menge haben sie das Bier. Röstlaufkuchen, 35 Jahre. Und sie werden heute am 5:30 Uhr auf dem Kinderplatz ein spezielles Konzert geben, wo nämlich auch rund 70 ehemalige Röstlaufkuchen mitmachen, zusammen mit der aktiven Formation, also nicht verpassen. 5:30 Uhr und jeden Platz ein grosses Konzert von der Röstlaufkuchen Zell mit ihren ehemaligen Mitgliedern. Wir bestreien an der Zunge Heini Bruni von Sosi. Sind Jahre dabei. Und wir können uns bereits heute schon gegen Zukunft für die Zwischen den Sosi. Heini Vater 2006 heißt der Jörg, der Jumbo Sportsmann. Mit der Heini Mama Anita. Und Zunftmeister von der Heini Bruni ist der Peter Wieder. Wir sehen die Traditionsreiche Zunge. Bereits 1867 gegründet, rund 100 Mitglieder. Und das heutige Motto von der Soße ist Orient Express. Sonst haben wir auch einblickt während der Fasnacht ganz verschiedene Struktum. Sei das Hässlete, Ladenläufer, Zugsparte, Kinderfasnacht und eben der grosse Umzug am Südisch-Dienstag. Aber auch unter dem Jahr Plexi, Fruchtum, der bekannteste natürlich der vom 11.11., nämlich ganz am Hauer am Martinitag. So, sei von Uli herzlich willkommen.
Und dann begrüßen wir die Rückenmusik mit dem Nummer 29, wo glaube ich das erste Mal da zu uns ist, nämlich Dorfdrucker Ludo Pellet. All seine Firmenjubiläum sind 1976 gegründet worden, werden dieses Jahr also 40-jährig. Dorfdrucker Ludo Pellet mit dem Tanti Benny Young und der Präsidentin der Martina Hummel. Mitglieder haben sie 42 und ihre jährliche Grossevent, die legendäre Teletournee. Von Litau, von der Mettlitzung. Mettlitzung, Litau mit dem Zunftmeister Sascha Giesler und seinen Partnerin Sabina Lötzer. Herzlich willkommen, auch dem Präsidenten Jörg Litterer. Mettlitzung, Litau, 1967 gegründet wurde, eine reine Männerzung mit gegenwärtig 53 Mitgliedern. Ihres Motto: Der Zunftmeister lässt schaufeln von der Hand, kein Stein, kein Sand, über die Stadt oder auf dem Land. Wir feiern Fasnacht miteinander. Mit dabei auch die berühmte Eierösi-Gruppe. Das sind die Partnerinnen von den Zünften. Eierösi war ein Stadtoriginal von Luzern, hat 1878 bis 1952. Sie war aber nicht in Stadt von Luzern, sondern sie ist Mengsnau geboren worden als Rosa Marti und lebt weiter jetzt an der Fasnacht als Eierösi. Der Litauer Fasnacht-Höhepunkt heute in einer Woche am Fasnacht-Sonntag, der grosse Jungtag. Letztes Jahr haben wir das dabei sein. Heuer sind wir eben so etwas übergeben, aber wir kommen sicher gerne auch wieder mal auf Litau. Mettlitzung, Litau! Unsere Städtebasacht, Willisau und zum schmutzigen Donnerstag gehören selbstverständlich auch jedes Jahr Blumenfäger von Lauteren. Ihres Motto das Jahr, heute nun, heute Morgen. 35 Mitglieder 1990 gegründet worden. Präsident von der Flurbäger ist der Bea Bucher und der Tampi der Simon Fischer. Flurbäger von Lauteren, herzlich willkommen.
Nicht fehlen dürfen natürlich die weltberühmten Moosstecker und Ostergau. Und ihr seht, sie haben kräftig gearbeitet und Nachwuchs gemacht. Die kleinen Strecker werden jedes Jahr mehr. Das lässt man hoffen für die Zukunft. Moosstecker scheint auch für die nächsten Jahre ihre Existenz gesichert zu haben. Strecker gibt es seit 1989. 14 Mitglieder. Oberstreckele, der Reis Bucher. Frauen müssen ein bisschen aufpassen. Streckele sind bekannt dafür, dass sie, wenn sie eigentlich aus dem Ostergauer Moor rauskommen, wo sie büssen für die Untaten von vielen hundert Jahren, dass sie dann hier ein bisschen angriffig werden. Aber heute scheint man doch sehr, sehr friedlich zu sein, wie sie Moorstreckele aus dem Ostergau. Diesen Beitrag über die Städtli-Fasnacht Willisau hat nur können dank folgenden Inserenten realisiert werden. Mit der Nummer 27 weiter in Willisauer Guckermusik, unsere Let's Fets. Mit dem Tambourmajor Daniel Altisser und der Präsidentin Jacqueline Hurmer. Let's Fets sind 1993 gegründet worden und das Motto das Jahr Assassin. 34 Mitglieder. Sie organisieren wir uns an der Willisauer Fasnachtseröffnung der Rotweinparty im Rathaus. Und dafür besten Dank. Let's Fets von Willisauer.